Ich begrüße den Glenn Meier heute mal zu unserem Podcast. Wir haben schon länger nicht mehr gehört von uns, aber endlich haben wir es mal wieder geschafft, jemanden einzuladen. In meinen Augen eine sehr spannende Persönlichkeit. Der Glenn trainiert bei uns, aber am besten erzählst du schnell selber zwei, drei Worte, vier, fünf zu dir. So wissen wir, was es zu tun hat. Ja, genau. Zuerst mal danke, dass ich hier sein darf. Ich finde es mega cool. Habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Mehrwert bieten, dass jemand sagt, das ist cool, ist interessant. Ich komme grundsätzlich aus dem Fußball. Also ich habe mit 5, 6 Jahren Fußball spielen. Bin dann relativ früh zum FC Luzern gekommen und habe dort dann eigentlich die ganze Juniorenabteilung durchlaufen bis so 3 Jahre U21. Und dann den Sprung nicht geschafft zum Profi. Ich habe das gleichzeitig eigentlich gemacht mit der Sportschule zusammen. Also ich konnte den Tag trainieren, bin dort dann auf 6 bis 8 Einheiten pro Woche gekommen. Und okay, mal schauen, wie es weitergeht. 6 bis 8 Einheiten pro Woche gekommen. Und ja, nachher ist der Cut in meinem Leben, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, Scheiße, ich schaffe den Sprung nicht, in das Profikader rein. Und dann eigentlich mein Plan war, ich gehe ein bisschen regional shooten. Also das heisst, über eine Erstliga versuchen, mich irgendwie nochmal über eine Challenge League in die Super League zu kämpfen. Und habe dann eigentlich nach einem halben Jahr gemerkt, schon auch in dieser Erstliga sind so viele gute Kicker rum, die müssten dann wahrscheinlich vor mir noch den Sprung machen, bevor ich den Sprung mache. Und was ich immer hatte, ist eine riesige Begeisterung für Trainer. Also ich habe schon als Spieler immer extrem so gedacht wie ein Trainer. Ja. Ich habe immer mich selber gefragt, das sind Gedankengänge gewesen, wieso hat er das so und so gemacht. Ich habe Trainingsgestaltung, hat mich mega interessiert. Ich bin auch viel auf Trainer zugegangen und habe gefragt, wieso machst du das so. Ja, genau. Und ich habe dann nachher von Sportmanagement studieren und habe gleichzeitig bei MS Sports, die haben Fußballcamps organisieren in der Schweiz. Das war ein Kollege von mir und der hat mal mit 34 Kindern angefangen in der Schulferien, hat Fußballcamps organisiert. Ja. Und jetzt mittlerweile, das Unternehmen gibt es glaube ich 2006 und jetzt hat er vor 4-5 Jahren, wenn nicht sogar länger, sein eigenes Center gebaut. Okay. Unten dran Lager, Büroräumlichkeit, oben dran Wohnungen, wo er selber gerade wohnt. Und er ist wirklich so von nichts zu einem riesen Unternehmen gewachsen. Ich habe 7 Jahre dort gearbeitet, habe die Fußballcamps organisiert und geleitet und habe eigentlich vom Morgen bis am Abend Fußball gehabt. Ja. Und entweder habe ich am Abend nachher selber trainiert, also Fußball noch aktiv, oder ich habe nebenan eine Mannschaft trainiert gehabt, wo ich dann am Abend entweder Training gehabt habe. Und dann hat es halt die Woche gegeben, dann bist du am Samstag ein Match mit dem Sinn unten, bist du heim und am Sonntagmorgen bist du mit den Junioren dort oben. Und dann irgendwann hatte ich wirklich den Fußball hier oben gehabt und habe gesagt, hey, irgendwie, ich bin den ganzen Tag um den Fußball herum. Gar nichts mehr anders. Und dort war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf als Spieler. Weil als Trainer habe ich noch irgendwelche Perspektiven. Zum Teil war es sogar so, dass Junioren, die dann in die erste Mannschaft aufgekommen sind, dann hast du den Platz weggenommen. Und klar. Irgendwann hast du gesagt, er hat eigentlich noch Perspektiven, also eigentlich sollte er spielen. Und das Lustige war, bei dieser Mannschaft, die ich am Schluss gespielt habe, in Eschenbach, zweite Liga Inter, ist nachher der Trainer entlassen worden. Und dann sind eigentlich, die Mannschaft ist geschlossen zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich das machen würde und das übernehmen bis im Winter. Und ich habe dann das als riesige Chance gesehen, weil ich bin dazu mal der jüngste Trainer in der Schweiz, der das machen konnte auf dieser Stufe. Ich war erst 26 und habe auf dieser Stufe eigentlich trainiert, wo eben viel innerhalb des Teams, Spieler, die ich da trainiert habe, einiges älter waren als ich, zum Teil schon Kinder hatten und so. Ja. Und eben, es war noch schwierig, weil du mit denen vorher in der Garderobe gehockt bist als Spieler. Ja. Und das so zu managen, war relativ schwierig. Aber es ist mega auch eine Chance, oder nicht? Wenn du auf der gleichen Ebene, also wenn du so ein bisschen Vor- und Nachteil. Vor allem, wenn du weißt, wie die Leute ticken. Ja, genau. Also, wenn du selber weißt, ah, das ist jetzt eine Person, die ich eher so ein bisschen noch ein Wort mehr wechseln muss. Oder wenn der hässlich ist, dann musst du wieder annehmen. Und dann ist, bin ich fünf Jahre. Sind es, glaube ich, war ich dort. Ich habe nebendran mich
extrem intensiv auf auch ausgebildet im Athletikbereich. Mhm. Ich habe dort eigentlich nie etwas gefunden, wo ich sagen konnte, hey, ich kann zu 100% hinter dem stehen. Und das ist so, ja, für Schlusszeichen meine Religion. Also ich wollte nur noch das machen, genau. Sondern es hat mich extrem viele Sachen angefangen interessieren. Sei das von Calisthenics mit dem eigenen Körpergewichtgeschichte zum klassischen Krafttraining, dann eben Crossfit-Element, das ganze Functional-Training, genau. Wo mega interessant war für mich und ich einfach dort versuche, meinen Rucksack so weit wie es geht zu füllen. Ja, das ist das, was wir eigentlich auch immer sehen. Das ist das, was ich so spannend finde. Klassisch, man kennt so den Fußballer, der trainiert Fußball und ja, vielleicht, also jetzt mal nicht gerade der Profi, aber so der Durchschnittsfußball trainiert Fußball und macht sonst eigentlich nicht gross etwas. Und du bist so vielseitig jetzt bei uns am Trainieren. Mhm. Das ist das, was uns eigentlich so ein bisschen, das, was extrem spannend macht. Wieso bist du so vielseitig? Ich muss vielleicht noch sagen, ich bin eigentlich immer ein untypischer Fußballer gewesen. Weil wenn es geheiss, wir gehen in den Kraftraum, dann haben die meisten gesagt, ah, oh, Scheiße, oder wieder ein hoher Scheissdreck, oder? Ja. Und ich bin wirklich der gewesen, der gesagt, wow, geil, ja. Oder? Das war am Anfang vor allem auch aus einem optischen Grund gewesen, weil ja. Ich einfach gut aussehen und ich wollte einen guten Body haben für den Sommer und den Frauen gefallen. Also mir ist es eigentlich nicht einmal ums Training an und für sich gegangen, sondern vielmehr einfach, mich hat das interessiert. Ja, der Muskelaufbau, ja. ich habe das cool gefunden. Und dann habe ich, wo ich nicht mehr so intensiv trainiert habe, also nicht mehr 6 bis 8 Mal trainiert in der Woche, und ich kann wirklich sagen, ich habe mich zu dieser Zeit richtig scheiße ernährt, als Spitzensportler. Ja. Weil halt die Ernährung ist dazu mal irgendwie, das ist noch nicht ein grosses Thema gewesen, das kannst du nicht vergleichen mit heute. Und eben mit Fastfood und Geschichten. Und nachher ist das Training wirklich eben nachher auf regionaler Basis stark runtergegangen. Ja, klar. Und als Trainer bist du selber natürlich nicht aktiv am Trainieren. Da hast du nur noch 1, 2, 3 Trainingseinheiten pro Woche. Und ich habe dann zugenommen. Ja, und dann ist für mich eigentlich der Punkt gewesen, Scheiße, was mache ich? Ja. Oder? Ich bin dort dann auch so ein bisschen in einer Komfortzone drin gewesen. Also ich bin nicht mega übergewichtig gewesen, aber ja. Es ist halt nicht so gewesen, dass du gemerkt hast, hey, ich habe die Spannung im Körper, die ich sonst habe. Ja. Und dann bin ich auf DNR Performance gestossen, ja. Dazu mal. Genau. Und DNR ist eigentlich so der erste, ja, also der Spot gewesen in Luzern, ja, genau. Wo etwas gemacht hat in die Richtung Functional Training. Ja, genau. Genau. Und ich habe das dazu mal angefangen, wo sie in den Kinderschuhen gesteckt sind. Mhm. Also wir haben dazu mal sogar noch am Morgen um 5:30 in einem Gym trainiert in Litau. Top Gym ist das gewesen. Wo eigentlich das Fitness noch zugehört hat. Aber sie hat das können wie anmieten dort. Und dann sind wir das dritte, das vierte gewesen. Und ich habe dort das erste Mal so Übungen können gelernt, wo ich dachte, wow, das ist richtig geil. Ja. Weil du bist nach einem Training bist du einfach tot gewesen. Ja. Und hast einfach Sachen gemacht, eben auch mit Langhanteln. Du hast das erste Mal umsetzen, ja, Cleans können gelernt. Ja. Und das war wirklich so der Punkt gewesen, wo ich gelernt habe, was Krafttraining heisst. Also ja, ich habe gelernt, nicht nur so das isolierte Krafttraining, sondern so ein bisschen Ganzkörperübungen. Genau. Die genau. Halt Koordination genau. beinhaltet, die ja, funktionelle Bewegungen genau. hat. Und dort muss ich sagen, ihnen verdanke ich mega viel. Ja. Weil bei ihnen habe ich eigentlich gelernt, das Ganze sauber auszuführen. Ja. Weil ich hatte sonst wahrscheinlich nie jemanden gehabt, der mir das sauber gezeigt hat. Ja, hat es ja damals eigentlich so noch nicht gegeben, fast in der Region. Genau, richtig. Und eben, durch das bin ich eigentlich nachher immer intensiver in die Geschichte reingekommen. Das ist eigentlich wie parallel neben dem Fußball ist so der Athletikbereich gelaufen. Ja. Und ich hatte ja auch 2015 mich mit meinem Bruder zusammen und einem Kollegen noch selbstständig gemacht. Und wir haben ja eigentlich das Functional Training für aussen in dieser Form angeboten mit Fit Movement. Und dann haben wir das 3 Jahre eigentlich so durchgezogen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, es gibt so viel in Luzern. Entweder machen wir es richtig oder wir lassen es sein. Und richtig hat geheissen, wir würden ein Gebäude machen, wo ein Restaurant drin ist, wo Ärzte drin sind mit Physios, also wo die Leute wirklich 1:1 eigentlich betreuen. Ja. Mein Bruder war mehr so auf der Gesundheitsschiene. Ja. Der hat es mega interessiert, Leute wieder gesund zu machen und denen die Schmerzen wegzunehmen. Und ich bin immer der Leistungssportler-Aspekt. Ich habe mega gerne mit Athleten gearbeitet. Und irgendwann ist so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich einfach genug habe von dieser ganzen Szene. Also das heisst, nach diesen 3 Jahren war es so,
wollte ich wirklich jemandem erklären, wieso dass er sich selber bewegen soll. Oder wenn jemand kam und gesagt hat, du, was muss ich machen, um ein Sixpack zu bekommen? Oder es sind so Fragen, die ich... Das hast du nicht mehr hören, du hast auch irgendwie die Diskussionen nicht mehr führen. Und dann war es mega cool, weil dann habe ich das Angebot bekommen vom FC Luzern. Als Profitrainer bei den Frauen in der Nazi A. Ich konnte gleichzeitig dort technischen Leiter machen, also ich mache es immer noch. und betreue dort dann eigentlich die Sportschülerinnen, die die Sportkante oder die Freihandelsschule machen, also das Sportler KV, machen mit denen die Morgentrainingseinheiten. Und ja, vor kurzem eben ist noch der DFB dazugekommen. Und das ist für mich so völlig, nach wie vor noch völlig surreal. Weil irgendwie hast du vor 5 Jahren gesagt, habe ich glaube, das deutsche Nazi-Liebling gekauft vor 5 Jahren, was irgendwie, wo die WM war. Und jetzt das letzte Mal bist du irgendwie mit dem Koffer heimgekommen und hast einfach alle Kleider voll von der deutschen Nationalmannschaft und hast die im Schrank hin und bist jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft Athletiktrainer. Und das ist völlig surreal nach wie vor. Aber ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn du so das Vertrauen hast ins Leben und so deine Passion lebst, habe ich einfach das Gefühl, bei mir hat es auch nie so einen Plan B gegeben. Ich war so all in. Schon bei Fit Movement habe ich nicht gewusst, kommt das gut, kommt das nicht gut. Aber die Leute haben zum Teil gesagt, du, was machst, wenn das nicht funktioniert, oder? Und dort war noch so ein bisschen der Punkt für mich, ich vertraue einfach ins Leben. Ja. Und dort war genauso der Punkt eben nach diesen 3 Jahren Fit Movement, wo so war, machen wir es jetzt richtig gross? Ja. Oder lassen wir es sein? Ist so die Türen aufgegangen mit dem FC Luzern, wo dann eigentlich gewusst hast, ja, das Leben spielt mir so wie die Chance zu. Also, also hast du die Möglichkeit, Fit Movement effektiv gross zu machen, fast gar. Also hättest du gehabt, aber hättest du deine Chance hinterher stellen. Definitiv, halt. Also das hättest du gar nicht angepasst. Wäre es wahrscheinlich, wenn du auf die Karte gesetzt hättest, wäre es wahrscheinlich nicht die Chance mit dem DFB gekommen. Also, denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Also hättest du gar nicht so viel Zeit können investieren ins effektiv Trainer sein im Bereich Fußball. Definitiv, ja. Und das war eigentlich so immer das, was ich eigentlich angestrebt habe. Weil es halt einfach irgendwie, ich bin von klein auf, ich sage immer, du findest schon so etwas, was sich wie ein roter Faden in dein Leben zieht. Und bei mir ist das irgendwie halt der Fußball. Und durch das, dass ich eben den fußballerischen Aspekt habe, plus den Athletik-Aspekt, ist das natürlich eben für eine deutsche Nationalmannschaft extrem interessant. Weil wenn ich dort in meinem Staff arbeite und mit dem Cheftrainer in Kontakt bin, der sagt, als Beispiel, wir haben das Thema nachher 1 gegen 1 defensiv, mach das Team ready. Oder? Ja. Dann weiss ich genau, was kommen da für Situationen auf die zu, was sind das für Körperpositionen. Ja. Vielfach hast du einen Athletiktrainer, der zwar schon vielleicht einen Fußball-Background hat, ein bisschen, aber ist halt in erster Linie Athletiktrainer. Es ist sogar sehr, sehr selten, dass sie vom Fußball herkommen. Du findest eigentlich fast niemanden, der das so hat. Und darum ist sehr häufig der Athletiktrainer im Fußball, wenn du das Training zuschaust, ist es extrem Leichtathletik-lastig. Ja. Und der DFB will dort eigentlich so ein bisschen Vorreiter sein und komplett wegkommen von dem isolierten Athletiktraining. Also es soll viel mehr integriert werden, allgemein ins Fußballspiel. Dass es einfach so spielnah wie möglich durchgeführt wird. Und wenn du natürlich auch, du hast fast, also sozusagen auf Profi-Ebene Fußball gespielt und sag jetzt mal, kannst du auf Profi-Ebene ein Athletiktraining machen, wenn du die 2 Komponenten so zusammenführst, ist natürlich ein super Ergebnis. Genau, definitiv. Stopp. Ist noch spannend, du hast vorhin gesagt, es hat dich so ein bisschen angeschissen, Leute zu motivieren, sich zu trainieren. Ist natürlich auch irgendwo naheliegend, wenn du eigentlich nur mit Leistungssportlern zusammen schaffst, dann musst du nicht sagen, du musst dich bewegen. Mit denen gehört es zum Business. Genau. Und dann verstehe ich das natürlich, wenn du halt den 0815-Bürger hast, der dann sagt, ja, wieso soll ich mich denn, wieso muss ich mich bewegen? Wenn du sonst mit Leuten zusammen schaffst, die eher fragen, hey, was kann ich machen, um noch ein bisschen mehr rauszuholen? Ja, für mich ist vor allem, ich schaue das Training immer so an, und das kann ich eigentlich auch sagen, wenn jemand von davon trainieren, was auch immer der macht, ich habe das Gefühl, dass sich die Optik, die wird sich verändern, das ist klar. Nee. Aber für mich geht immer das Mindset mit. Mhm. Also ich sage, jemand, der trainiert, jemand, der regelmässig sich quält, und zwar wirklich trainiert, dass du einen Benefit hast, das heisst, das ist zum Teil unangenehm. Oder? Ja, das ist zum Teil. Also ich habe auch Tage, wo ich sage, Scheiße, jetzt muss ich wieder da hin, und ich weiss, heute ist etwas Strenges auf dem Programm, und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder, ja, jetzt finde ich eine Ausrede, und ich bleibe eben dann daheim. Und dort ist, wenn du das eben über regelmäßige Zeit machst, das wird ja zur Routine. Genau. Also
wenn ich nehme immer Zähneputzen als Beispiel. Mm. Ich muss dir nicht erklären, wieso du es als Zähneputzen oder? So. Was ist das? Jetzt Zeit. Nein, es geht vor allem darum, dass du eigentlich alles, was du regelmässig machst, kann zur Routine werden. Ja. Oder? Und wenn du dich immer wieder aus dieser Komfortzone rauszwingst und eben auch das Training immer so gestaltest, klar, schiesst du dich nicht jedes Mal ab, nein, aber klar, dass du es so geplant hast, dass du einfach immer wieder den Reiz setzt, wo du gezwungen wirst, aus dieser Komfortzone rauszugehen, oder? Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sich das ins ganze Leben übertreibt. Also du wirst privat mehr Erfolg haben im Beruf, ja, du wirst eine ganz andere Wirkung haben auf Leute, weil die meisten Leute wollen dich in dieser Komfortzone behalten. Oder wenn du sagst, du, ich habe das Gefühl, ich fange an zu trainieren, oder? Dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn du in einem Umfeld daheim bist, wo du alles Leute hast, die sagen, ja, was willst du jetzt trainieren? Komm, wir gehen am Wochenende raus und so. Genau. Ja, aber das, wie du sagst, wenn du irgendeine die Routine, also Routine, ich finde Routine ist nicht nur ein positiv behaftetes Wort. Die Routine zum Trainieren finde ich gut, aber die Routine im Training, also für dich sollte man eher vermeiden, weil wenn du immer das Gleiche machst, bleibt irgendein Fortschritt aus. Aber das, wie du sagst, wenn der Punkt überwindest, dass es einfach, dass das Training dann nicht ein Training ist, sondern es ist ein Bestandteil von meinem Alltag, und die Hürde eigentlich jedes Mal überwindest, dann sagst du, hey, look, ich gehe jetzt nicht, es gehört dazu. Richtig. Falls ihr dann nachher auch im Job einfacher, wenn du irgendwo ein Problem hast oder wie auch immer, das widerspiegelt sich dann im Ganzen. Du lernst einfach viel besser auch mit Niederlagen umzugehen, ja, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach auch so das Failen, oder? Dass du merkst, da mir irgendwie, ich kann das nicht, oder? Mhm. Und ich meine, wo ich hier habe von trainieren, ist eigentlich das beste Beispiel, oder? Ich meine, ich bin hier hergekommen als, eben, ich hatte einen Bezug zum Functional Training, ja. Ich hatte einen Bezug zum klassischen Fitness Training, ja. Und ich bin hier hergekommen und ich habe da so Leute gesehen, wo ich dachte, mein Gott, woher kommen die? Ja. Sie sehen aus wie irgendwelche Mutanten, so. Weil, das ist krass, oder? Also, was da für Leute zum Teil trainiert, wenn du von aussen kommst, denkst du, das sind alles irgendwie Top-Athleten, ah, ja. Oder? Und du merkst das Feeling auch da. Du merkst auch das Feeling da, dass einfach die Leute sind da wegen dem Training, ja. Oder? Und dann siehst du Leute, die irgendwie eben, die haben die an der Bar, das Muscle-Ups, Zeug und Sachen, und du denkst einfach so, ey, das ist völlig unreal. So, ich schaue das Zeug normal irgendwie auf YouTube, genau, und das sind für mich so Unmensch, und jetzt siehst du es live, oder? Und für mich ist das der Punkt, wo ich so gesagt habe, ich will das Zeug können. Ich will das unter allen Umständen können. Oder? Ich weiss noch, als ich da reingekommen bin, ich habe keinen Handstand können. Ich habe stundenlang an dem Huren Handstand geübt. Oder? Und mittlerweile ist das einfach, du weisst, dass es, wenn du konstant dran bleibst, es ist machbar. Ja, oder? Es ist machbar. Und das immer wieder fehlen, oder? Ja. Das finde ich so entscheidend eben auch im Leben. Oder? Dass du einfach sagst, ich sage immer, verlieb dich in den Prozess. Oder? Nicht das Endergebnis ist entscheidend, sondern das Endergebnis ist egal. Ob du dich am Schluss an dieser Stange kannst aufziehen oder nicht oder drüber rausdrücken, spielt keine Rolle. Sondern wie entwickelst du dich als Mensch, auch eben vom Mindset her, von dem Punkt, wo du startest, dort hin. Oder? Und häufig ist es so, dass eben die Leute nach zweimal, das geht nicht. Ja, genau. Oder? Ja, du willst ja, aber das ist ja oftmals auch, du setzt nicht das Ziel als Ziel setzen. So ein kleines Teilziel. Genau. Definitiv. Ja, ich sage, um einen Muscle-Up zu arbeiten, musst du vielleicht zuerst mal einen Pull-Up können. Und wenn du den noch nicht kannst, dann hast du das ist mal das erste Ziel. Und dann hast du vielleicht nachher einen Chest-to-Bar-Pull-Up. Und egal bei welcher Übung oder bei welchem, ja, egal bei was du machst, im Fußball machst du genau das Gleiche. Wenn du irgendwie deine Tricks können willst mit dem Ball, musst du vielleicht zuerst mal die Basis beherrschen. Definitiv. Zuerst musst du mal den Ball einfach auf dem Fuß können behalten. Ja, und ich finde es ganz einen entscheidenden Punkt, dass du eben auch immer wieder an dieser Basis schaffst. Oder dass eigentlich nie die Basis verloren geht. Das heisst, dass du eben dich immer auch wieder fragst, hey, aus was entstand gewisse Bewegungen, oder? Und dann ist halt das Techniktraining, oder? Und sei es im Weightlifting mit einem Holzstecken, oder? Essentiell. Du darfst es einfach nicht vernachlässigen, oder? Wenn du nachher noch das Gefühl hast, es ist einfach geil, irgendwie immer schwerer und schwerer Gewicht umlüpfen, oder? Dann, ja, ich sage einfach so, das ist genau das, was dann eben der Prozess, der eigentlich eben zu dem ganz grossen und ganzen gehört, nachher verloren geht. Ja, und du musst gleich immer wieder anfangen. Eben, wenn du sagst, wenn du ein Ziel hast, dann schaffst du die Basis, dann schaffst du mal den ersten Schritt. Okay, dann merkst du, bleibst wieder stehen, dann musst du die Basis verbessern. Basis verbessern, gut, dann geht es einen Schritt weiter. Genau. Und so kannst du immer wieder Step by Step das Ganze aufbauen. Das sage ich immer, wenn du Meister bist in einer Disziplin,
wie bei den Schülern in einer anderen. Ja. Oder? Also ja. Mach immer und du bist eben wieder in dieser Komfortzone, oder? Dass halt nicht sagst, jetzt bin ich am Ziel und jetzt ist es okay. Zwar ich habe eh das Gefühl, eben durch das, dass sich das Mindset so weiterentwickelt. Oder ich sage, ich habe ein Beispiel genommen von einem, der gesagt hat, ich will ein Sixpack haben. Mhm. Oder? Wenn der effektiv dann so lange trainiert und eben sich nicht abgehungert hat, sondern hat dann wirklich trainiert, zum athletisch auszusehen, dann ist der Sixpack ist schon gar nicht mehr interessant. Nein, also das Mindset andere, ist, schon, ja. Genau, ist schon so an einem anderen Standpunkt, dass wenn der dann jemand fragt, was hast du gemacht, dann sagt er, ich verstehe die Frage gar nicht. Was geht es genau? Oder? Da vielleicht ist ein guter Punkt, um es ein bisschen einhängen. Wir reden jetzt relativ fest, sind wir jetzt eigentlich vom Fußball weggekommen, das funktionelle Training. Wie siehst du, wie wir vorhin gesagt, du bist eigentlich komplett der atypische Fußballer. Du hast schon immer gern im Kraftraum trainiert oder hast gern eigentlich Athletiktraining gemacht. Hast dich, sei es am Anfang den optischen Gedanken gehabt, aber langfristig natürlich auch den leistungsorientierten Gedanken, um halt über das Athletiktraining, über ein funktionelles Training nicht besser können Fußball spielen vielleicht, aber durch das, dass du fitter, stärker, beweglicher, schneller bist, länger dein Fußballspiel kann springen auf dem Level, wo es eigentlich ist. Wie siehst du dort den Nutzen dazu? Wieso sollte ein Fußballer trainieren? Also nicht Fußball, sondern Krafttraining, funktionelles Training, Crossfit, nennen wir es, wie es willst. Wo siehst du dort den Nutzen? Vor allem? Also eben, ich sage vor allem, wenn du natürlich jetzt dort schaust, auf dem Level, wo ich aktuell Trainer bin, ist das ein fixer Bestandteil. Ja. Also, du hast das Athletiktraining in der Woche, genauso wie du auf dem Platz bist. Die Leute haben Mobility-Routinen, die haben Aktivierungen mit Minibands, die sehen das Gross und Ganze. Oder das ist völlig normal und das ist überall auf Spitzenlevel ist das gar nicht wegzudenken. Also dort musst du einem Athleten nicht mehr erklären, hey, wieso macht es Sinn, in diesem Bereich sich zu verbessern. Oder? Genau. Ja, und auch eben, ich sage, auf dem Level ist es natürlich dann häufig, dass es um Defizit verbessern geht. Oder? Wie verbessere ich meine Bodenkontaktzeit, dass ich schneller werde? Solche Geschichten. Oder? Aber ich finde es vor allem extrem entscheidend für einen Spieler oder einen Fußballer, wo nur 2-3 Mal in der Woche trainiert. Oder? Wo ich sage, wenn du dann natürlich auf so einem Level spielst, ohne das schlechter zu reden, aber ja, du kannst dir natürlich durch zusätzliche Trainingseinheiten einen unfassbaren Benefit rausholen. Oder? Und dort ist natürlich eben, ich sage vor allem, so ein funktionelles Training, oder so wie ihr es jetzt anbietet bei euch, ist das natürlich extrem sportartspezifisch. Also du bist, ich würde nie in einem Fußballer, der auf mich zukommt, und fragt du, ich will nebenan noch eine zusätzliche Einheit machen, dann würde ich nie anraten, ich kaufe ein Fitness-Abo und gehe dort ins Fitness und hocke die Geräte hin. Oder so. Weil klar zieht er auch einen Benefit raus, aber ich sehe einfach mittlerweile, was möglich ist, wenn du halt die Trainings so strukturierst, dass die möglichst sportartspezifisch sind. Oder? Ja, das ist auch, ich sage, wenn man nicht dich sieht trainieren, du trainierst komplett anders als ich. Aber trotzdem siehst du immer wieder Elemente, wo wir beide gleich machen. Mhm. Definitiv. Ich finde auch, ganz wichtiger Punkt, ich bin ja viel mit der Freundin da. Ja, genau. Und unser Training unterscheidet sich vielleicht in 5%, 10%. Oder? Und der Rest ist eigentlich gleich. Oder? Ja. Also bei den Frauen merkst du sehr häufig, dass sie auch Angst haben, so zu trainieren wie ein Mann. Ja. Oder? Und eigentlich ist das Training identisch. Oder? Also plus minus. Genau. Und eben für mich ist halt einer von den Hauptaspekten, auch wieso ich so trainiere, ist, ich habe das Gefühl, das, was du predigst, das musst du verkörpern. Ja, oder? Und wenn ich auf dem Platz bin, ich sage jetzt mal eben bei der deutschen Nationalmannschaft, und ich will denen eine Laufkoordination vorzeigen, und ich bin einfach koordinative Wildsau und räume selber immer die Koordinationsleiterin ab, dann wird es relativ schwierig, oder? Also, dass ich glaubhaft überhaupt überkomme. Ja, du musst eigentlich dem, was du erklärst, besser sein als dem, was du zeigst. Ja, oder zumindest gleich gut. Ich sage, du musst es vor allem können schulen in erster Linie, bin ich der Meinung. Also ich sage, für mich ist zum Beispiel eben ein guter Fußballtrainer muss kein guter Spieler gewesen sein. Ja. Von dem her. Ein Athletiktrainer kann für mich auch, muss es eigentlich, wenn solange er die Fehler sieht und die kann korrigieren, ist das für mich eigentlich völlig, völlig okay. Ja. Aber ich sage einfach, es ist natürlich von, ich merke das einfach, wenn du mit Teams zusammen schaffst, du kannst die viel mehr packen,
wenn du eine Übung vormachst und die sehen, das ist eigentlich das Level, auf das will ich auch noch kommen, ist auch immer Gefahr, dass nachher gerade auf die Rhythmisierung nachher kommen. Aber es gibt natürlich sehr viele Sachen, wo ich einfach sage, eben, ich nehme immer Ernährungsberatung auch. Oder? Wenn du zu einer Ernährungsberaterin gehst, die selber irgendwie fast 100 Kilo schwer ist und dir erzählt, wie du es essen sollst, dann wird es relativ schwierig, dass du sagst, wow, ich glaube jetzt der, was dir erzählt. Oder? Und ich habe das Gefühl, wenn jemand da reinkommt und sieht, wie du trainierst, allein wie du optisch aussiehst, dann hat er das Gefühl, der versteht etwas vom Training. Klar, es ist auch immer wieder gefährlich, weil es viele Leute gibt, die so natürlich auch bereits einen Schießrecht verkaufen. Ich sage, du könntest einen beibringen mit dem runden Rücken Deadliften. Dann würde ich sagen, der Mark hat es gesagt, weil er sieht so aus, wir wissen, was es ist. Ja, das stimmt. Aber eben, ich gehe jetzt immer davon aus und rede von guten, ausgebildeten Coaches. Ja, absolut. Ja, ich denke, dort generell, alles, was du weitergibst, ich denke, das ist bei dir genau das Gleiche wie bei uns im Training allgemein. Wenn die Leistung zwar im Vordergrund steht, ist ja oft die Gefahr, dass dann vielleicht die Sauberkeit von der Ausführungen oder so leidet. Definitiv. Aber da ist natürlich nachher der Coach gefragt und darum sehe ich dich wahrscheinlich im Fußballbereich genau gleich, wie ich vielleicht mich sehe bei uns im CrossFit-Coaching. Fordern, solange wie es geht, dass es aber die Form zulässt. Oder halt einfach wirklich, sie sollen so schnell und so schwer Bewegungen machen, dass sie es sauber machen können. Koordinationsleiter, du kannst noch so schnell durchsäckeln, wenn nicht mehr stimmt, was unten passiert, bringt es dir auch nicht. Genau. Ich finde allgemein, dass jemand, der sagt, ich will davon trainieren, der braucht meiner Meinung nach einen Coach. Ja. Ich tue das immer so ein bisschen, ich frage mich halt auch immer, wie komme ich möglichst schnell als Ziel, oder? Also das Ziel, ja, für das Schlusszeichen. Das heisst, für mich gibt es verschiedene Aspekte, und das ist Zeit und Geld. Das heisst, ich kann mir mein Wissen im Internet zusammensuchen, wo ich viel muss filtern muss, was ist überhaupt, an was komme ich einem gratis, oder? Zeitlich ein riesen Aufwand, Kosten null. Sehr gering, null. Also du musst den Internetanschluss zahlen. Dann hast du die zweite Möglichkeit. Du kaufst dir ein Online-Programm, das schon relativ strukturiert ist, kostet etwas, ist aber vom zeitlichen Aspekt her, um dich ans Ziel zu bringen, sicher schon mal geringer, wenn du irgendetwas googeln und dir zusammenstellen musst. Aber da gibt es den dritten Aspekt, und das ist der Trainer 1:1. Oder wo du einen Coach holst oder eben dich in einer Gruppe begibst, wo Leute da sind, wo du einfach kostet, sicher der grösste Kostenpunkt, aber wo ich einfach mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, wenn ich etwas wissen will, dann gehe ich zu jemandem, der das Wissen hat und ich bin bereit, für das Wissen zu zahlen. Oder? Ja. Weil der Rest, eben vom zeitlichen Aspekt her, bin ich einfach mittlerweile der Meinung, du verlierst so viel Zeit, wo du eben, wenn du einen Coach hast, und du weißt ja nicht einmal, ob es der richtige ist. Oder? Das ist dann das Zweite. Absolut. Und darum sage ich, jemand, der davon trainieren, der braucht zwingend einen Coach, der ihn daran hinführt und wo du im Austausch bist mit dem. Ja, ich denke, das Problem ist ja vor allem, du kannst dir vielleicht gewisse Sachen schon selber beibringen, aber wie du es vorhin gesagt hast, ein Muscle-Up zum Beispiel. Jetzt siehst du, wie ein Muscle-Up aussieht und du fängst schon mal an, einzelne Bestandteile davon zu machen. Das Problem ist, dass du das selber machst, du siehst ja nicht, dass du falsch machst und probierst 100'000 Mal etwas Falsches. Und das nachher wieder wegzukriegen, ist ja vor allem das Schwierige. Und das sehe ich oft, wenn Leute sich selber etwas beibringen wollen. Dann mache ich, kommen nicht weiter. Fragen vielleicht mal, wieso komme ich nicht weiter. Und dann schaust du vielleicht mal an und musst sagen, ja, der Ansatz ist vielleicht ganz falsch. Der hat schon so viel Zeit investiert, aber in die falsche Richtung. Und wenn es dann nachher richtig lernen und betreut wird, dann muss man wieder bei Null anfangen. Ja, noch viel gefährlicher finde ich, wenn das Bewegungsmuster drin ist, wo du als Coach musst rausbringen musst. Ja, eben, dann, also dann verlierst du nochmal Zeit. Genau, und der andere Aspekt ist natürlich, wenn du es über regelmässige Zeit falsch ausführst. Ja, Verletzungsgefahr. Also ich meine, das ist ein Insights, oder? Und da siehst du halt nach wie vor eben auch an diversen Orten mit Trainieren, wenn du Leute hast, die einfach mal irgendwo eben ein Video schauen und denken, wow, das ist jetzt eine geile Übung, die Handeln vom Boden über den Kopf ziehen. Ich mache das auch mal, oder? Ist einfach unhure gefährlich. Oder? Und eben, da siehst du halt nach wie vor extreme Sachen, wo du musst sagen, irgendwie, hey, eben, nimm mal den Holzstecken, hol dir einen Trainer, der dir etwas erklärt und schaffe dem. Das macht keiner, der einfach so für sich mal ein bisschen anfängt. Gefährlichste finde ich immer die Leute, die schon Kraft haben. Ja.
Weil du kannst sehr viel so natürlich auch. Du hast dann Kraft, probierst mal und irgendwie geht es dann schon. Aber die Frage ist, wie? Mich hat natürlich am meisten abgefuckt, wenn ich da reinkomme, meine Mobilität. Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, für gewisse Sachen habe ich eigentlich Kraft. Ja. Aber ich habe einfach die scheiß Mobilität nicht, weil ich, eben, ich sage immer, ich bin. Fußballer sind ja allgemein verkürzt. Ja. Und wir haben auch mit Fußballern ausgelacht. Oh, okay, also ich bin von den Fußballern ausgelacht worden in der Gruppe, wenn es geheißen, ja, wir machen irgendwie Dehnen und Mobility Drills. Ja. Bin ich der, der kaum mit den Händen irgendwie über Knie abgekommen ist. Die haben sich den Arsch abgelacht. Ja. Und dann war es recht frustrierend gewesen. Eben, wenn du da reinkommst und eigentlich weisst, du kannst gewisse Sachen von der Kraft her, ja, kannst du das ausführen. Mhm. Aber du hast einfach schlichtweg die Mobilität nicht. Ja, aber wenn du vom Punkt her, wenn du allein bist, ist es dann vielleicht noch schwierig herauszufinden, wieso geht es jetzt nicht. Ja. Vielleicht merkst du selber nicht unbedingt, dass es an der Mobilität liegt. Und dementsprechend fährst du vielleicht in einem anderen Bereich an, verschaffen, der aber gar nicht der Faktor ist. Und das ist wieder der Punkt, wo du sagst, wenn du einen Trainer hast, dann kann er dann halt doch gewisse Keys geben. Hey, look, Bewegungsablauf stimmt, aber das und das ist der Grund, wieso es nicht geht. Ja. Und darum eben, für mich ist es A und so, dass du vor allem, bis du startest, mit einem Coach trainierst. Ich bin der Meinung, jetzt wenn man euch in die Box nimmt, wenn einer da reinkommt, der keinen Background hat, dann kommt da rein und dann fragt sich, Scheiße, was soll ich da machen? Da ist ja gar nicht rum. Das habe ich zum Teil sogar Leute, die bei uns in der Klasse sind, wenn jemand bei uns betreut trainiert und dann nach einer gewissen Zeit fragen sie, ja, was meinst du, könnte ich auch noch Open Gym zusätzlich machen? Ich entscheide dann anhand des Bewegungsmusters, oder wenn er sich bewegt, entscheide ich dann, ja, also ich sehe dich, du kannst, ich würde dich auch alleine trainieren. Und dann startet es mal, und so nach einem Monat kommt es, Alex, du könntest mir mal sagen, ja, ich mache immer etwas das Gleiche, ich weiss gar nicht, was ich soll machen. Ja. Das ist dann ein anderer Aspekt. Weil in der Klasse kommst du hin, es wird dir gesagt, was musst du machen, schaffst du in diesen Bereichen, dass irgendwo Sinn macht, das Ganze, dass du auch einen Fortschritt drin hast, und dann fängst du alleine trainieren. Genau. Du kannst zwar schon gewisse Sachen machen, aber dann vielfach ist es so ein bisschen, ja, was soll ich jetzt noch? Oder wenn jemand komplett neu reinkommt, vielleicht von früher Fitness gemacht hat, klassisches Fitness, dann wird bei uns reinlaufen und sieht keine Geräte und denkt sich, Genau. Und das finde ich das Schöne am Training, sag jetzt vor allem mit Freigewicht oder mit eigenem Körpergewicht oder halt nicht klassisch im Fitness, du wirst da oben auch flexibler. Weil du hast vielleicht eine Übung, die du gemacht hast irgendwo mal, sei es ein Beinstrecker oder whatever, das kannst du bei uns nicht machen. Aber dann fährst du auch überlegen, hey, okay, was mache ich für eine Bewegung? Okay, was brauche ich für eine Muskulatur? Und dann fährst du auch überlegen, hey, wie kann ich Alternativen herausfinden? Und plötzlich hast du zwei, drei verschiedene Übungen, die dir eigentlich den gleichen Effekt geben oder einen ähnlichen Effekt geben. Und so bildest du dich selber fort. Dann machst du eine Weiterbildung mit dir selber, weil du dich plötzlich viel mehr mit dem Körper anfängst auseinandersetzen. Sonst kommst du auf die Maschine, siehst du das Bildchen, ah, okay, dieser Muskel wird gebraucht, gut, das mache ich. Und jetzt bist du da. Zwar, das ist das Geile am Fitness. Du hast ja manchmal Leute, die ein Programm haben. Ja. Und dann sehen die, ah, jetzt ist die nächste Übung, ist das Gerät. Genau. Das sehen die dort, dann sehen das Gerät ist besetzt. Ja. Vielleicht trainierst du die vordere Brust, musst trainieren. Ja. Könntest 100'000 andere Alternativen machen, aber die stehen dort und warten und sagen, hast du noch länger. Ja, genau. Absolut. Aber das ist, weil du einfach nicht offen bist. Und wenn weil du eben das Programm abspulst. Ja. Und dich nicht damit beschäftigst, was mache ich überhaupt? Ja, genau, oder was mache ich? Also das heisst, bei mir ist zum Beispiel das Training ist so aufgebaut, dass ich komme da rein und ich habe einen klaren Plan. Ja. Also ich finde es schlimm, schön, wenn du da reinkommst. Kein Plan hast. Und du sagst einfach, ich schaue mal, in welche Richtung das wir machen. Mach ein bisschen das und am Schluss ist einfach. Oder eben, du hast eine Belastung, wo du am nächsten Tag einfach weisst, da kann ich sicher schon mal nicht trainieren. Ja, oder? Genau. Und wenn du natürlich, eben, für mich kommt es immer aufs Trainingsvolumen drauf an. Wie manchmal was bist du überhaupt da pro Woche? Genau. Wie gestaltest du denn das? Oder? Weil, ich sage, je mehr, dass du trainierst und dein Volumen grösser wird, oder? Umso strukturierter musst du anfangen trainieren, dass es eben noch Sinn macht und eben, dass du nicht zu viel hast und dass du dich nicht fast anfangen verletzen, dass du genug Regenerationszeit hast. Das sind mega spannende Geschichten. Absolut. Aber das ist wirklich ein guter Punkt, dass das Gerät ist besser als der Markt. Aber es gibt 2000 Möglichkeiten. Genau. Aber das lernst du auch erst. Einerseits, wenn du dich selber mit dem Körper auseinandersetzt, hey, was passiert während dieser Übung überhaupt? Mhm. Welche Muskeln steuere ich an dieser Übung? Und dann bist du auch offen, dann weisst du, ah, die spricht die ähnliche Muskulatur an, dann kann ich das machen. Genau. Aber das genau. funktioniert nicht sonst. Es ist lustig, als ich die Schulter operiert habe, habe ich relativ viel nicht machen können. Und dann fährst du plötzlich an, dir Sachen überlegen,
hey, wie könnte ich trotzdem etwas machen, ohne in Belastung auf der Schulter. Genau. Ja. Und das funktioniert aber auch nur, wenn du weisst, okay, was für eine Bewegung brauche ich, um überhaupt einen Stimulus, ja, zum wieder mal Stimulus brauchen, ist ein gutes Wort. Was für einen Stimulus setzen, was muss ich machen, dass ich dort überhaupt einen Impact habe für den Muskel. Definitiv. Und das finde ich sehr spannend. Funktioniert aber nur im funktionellen Training, weil sonst bist du wie zu fest. Also ja, klar, du kannst auch in einem Fitness ein anderes Gerät machen oder eine andere Übung machen, aber durch das, dass du dich viel freier, ich sage jetzt bei uns, hast du hast nichts vorgegeben. Ja. Du hast einfach Equipment, ja, und du hast Platz. Und durch das, dass du dich nachher damit auseinandersetzt, hast halt, es ergeben sich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Weil du kannst mit einem Stück Equipment kannst du plötzlich eigentlich alles abdecken. Du brauchst nichts anderes. Ja. Also du kannst hier entscheiden, ob mache ich, brauche ich nur eine Kettlebell, ja, oder ich brauche nur eine Box, oder ich brauche nur eine Wallball, und genau, das ist das ganze Training. Ja, absolut. Ja. Das ist spannend. Absolut. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du hast ja wahrscheinlich auch Leute, die zu dir ins Training kommen, sag jetzt mal, wenn jemand einen Aufstieg macht zu euch in die Mannschaft, der kommt ja vorher aus einer Zweitliga, Erstligamannschaft im Fußball. Wie krass ist der Unterschied? Oder wie viel musst du dort nachholen, dass er vielleicht gerade physisch auf dem Level ist, wo er eigentlich müsste sein? Also bei uns ist es natürlich cool, im Spitzensport hast du meistens, kommst du in eine Struktur rein von einer U-Mannschaft. Mhm. Und dann ist eigentlich das Pyramidenprinzip, oder? Das heisst, auf jeder Stufe gehen wieder Leute raus, die halt den Sprung nicht schaffen auf die nächste, ja, Stufe, oder? Und dort ist auch, dann musst du niemandem mehr erklären, wieso du trainierst, oder, ja, oder wieso du schaust, dass du gesund bist, oder? Ja. Und dann ist, durch das, dass ich jetzt gleichzeitig noch technischer Leiter bin, habe ich natürlich extrem Einfluss, wie auch im Nachwuchs geschaffen wird. Jawohl. Also ich kann mir, sag ich jetzt, mit einem blöden Wort, die Hähne züchten, ja, und unten dran, dass ich die oben dran brauchen kann. Ja. Oder? Ob die das alle so machen können, oder zum Beispiel auch, wir haben einen Athletiktrainer auch beim FC Luzern, der eigentlich alle Mannschaften von uns betreut. Ja. Oder? Und ich bin mit dem im Austausch und ich kann sagen, schau, wenn die zu mir kommen, die müssen können umsetzen. Ja. Die müssen wissen, wie sie super können squatten können, die müssen wissen, wie sie an der Squat Mobility arbeiten können. Ja. Oder? Und so geht es natürlich eben, zum Beispiel, wenn die Leute auf den Platz kommen, machen die gerade eine Aktivierung mit Minibands. Ja. Die Routine ist vom jüngsten Team, ja, bis rauf zu meinem Team genau gleich. Ja. Dann hast du Mobility-Routinen, die, ja, die mittlerweile haben. Und so machst du eigentlich nachher auch das Ziel mit dem Krafttraining. Oder klar trainierst du mit 15-Jährigen anders, als du nachher in der Nazi A jetzt bei mir trainierst. Oder? Aber durch das, dass du aber relativ wenig hast, die von außen einsteigen, ja, hast du das Problem hast nicht. Du das eigentlich nicht. Also kannst du umgehen. Du hast natürlich Wechsel. Wo zum Beispiel, ich habe Leute bei mir, die von Zürich hierher kommen. Ja. Die beim FC Zürich gespielt, ja, haben. Und dort ist natürlich immer auch die Frage, ja, was haben die gemacht? Ja, oder? Dort ist auch Gefahr, wenn die das etwas anders gelernt haben, ja, wie, ja, willst du es jetzt wieder umpolen? Oder, ja, willst du es umpolen? Ja, müsstest du nur schauen, ob, wenn sie sagen, wenn du das anschaust und sagst, mal, das macht alles Sinn, genau, so, dann kannst, genau, du es nicht einlassen. Genau. Und sonst musst du halt auch Einfluss nehmen. Und wenn du Leute hast, die von extern dazukommen, was wirklich sehr, sehr selten ist, fährst du natürlich an einem ganz anderen Punkt an. Also dann ist wichtig, dann musst du eigentlich die Leute praktisch aus dem Training rausnehmen. Ja. Musst mit denen das separat davon aufbauen, nebendran, dass du die überhaupt kannst ins Training integrieren. Weißt, mein Ansatz ist so ein bisschen, hey, es gibt auch, Fußball ist so ein Riesensport, es gibt so viele tausend Leute, die Fußball spielen, die auch sagen, irgendwo das Ziel haben, in die richtige Richtung zu gehen. Und da wären wir vielleicht auch wieder genau an dem Punkt, wo man so ein bisschen die Leute kann vielleicht ansteuern oder diesen Leuten so ein bisschen einen Tipp zu geben. Schau, zum heutzutage Profifußballer können sein, musst du nicht nur sehr gut Fußball spielen. Es gehört so viel mehr dazu. Also ich habe von Fußball gar keine Ahnung, aber ich weiss, dass wenn du physisch an einem Punkt fitter bist als ein anderer, kannst du vielleicht technisch ein bisschen schwächer sein und es längt dir einfach gleich. Oder es ist vielleicht sogar noch besser. Weiss definitiv, nicht, ja. Das ist sicher so. Aber die Grundvoraussetzung, die athletische Grundvoraussetzung, ja, ist mittlerweile so hoch, ja, dass wenn du nebendran nicht an diesen Punkten schaffst, ja, du hast keine Chance. Ja. Also du hast wirklich keine Chance mehr. Und ich sage, du kannst, eben, ich meine, wenn du mal Champions League anschaust, das ist Endlevel. Oder, ja, was da zum Teil, wenn du dort nicht ein gewisses Lungenvolumen überhaupt mitbringst, ja, wo du magst laufen, ja, plus eben eine gewisse Stabilität, ja, hast in deinem Körper, dann wirst du gefressen, ja, auf dem Level. Oder? Das und das ist mittlerweile extrem.
Aber eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn natürlich einer regional shootet, mhm, oder? Und eben so zweimal trainiert in der Woche und sagt, hey, vielleicht möchte ich eben dann auch mal noch in der ersten Liga shooten, ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiterkommen, oder? Dann ist elementar wichtig, dass der für dich genau so von trainieren nebendran, dass er auch ein Training nützt, wo er eben sagt, hey, ich schaue, wie bringe ich sportartspezifisch meinen Körper einfach in Bestform, dass ich eben auch kann, ich nehme jetzt dich als Beispiel. Ja. Wenn ich mit dir Fußball spiele, wirst du wahrscheinlich merken, Scheiße, irgendwie die Muskelmasse, die ich habe, die, ja, ist zu viel, die kommt mir irgendwie weg, oder? Und ich habe das gemerkt, als ich jetzt Trainerausbildungen gemacht habe, als ich selber wieder haben müsste auf den Platz gehen, weil ich habe selber auf dem Platz, klar, einen Schubel am Fuß, aber ja, du spielst nicht aktiv mit. Ja. Und dadurch, dass ich da relativ viel trainiere, habe ich gemerkt, Scheiße, ich muss wieder schauen, dass ich athletischer werde, also dynamischer, schnellkräftiger werde, weil sobald ich muss Richtungsänderungen laufen, oder? Merkst du irgendwie, es ist einfach, es fühlt sich komisch an, wenn du das vergleichst zu deiner Aktivzeit als Fußballer, oder? Weil du halt Muskelmasse aufgebaut hast, wenn ich sage, du wirst kein Fußballer, also es gibt sehr wenig Fußballer, die optisch so aussehen wie du, oder? Also ich sage, du bist jetzt, von der Optik her würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein klassischer Fußballer. Und spätestens von den Fußballskills her nicht. Das kommt dann noch dazu wahrscheinlich. Nein, und von dem her ist es einfach mega wichtig, dass du eben sportartspezifisch trainierst. Mhm. Oder? Dass du wirklich sagst, hey, wenn ich ein zusätzliches Training mache, will ich nicht in erster Linie den optischen Fokus haben, sondern ich will meine Performance steigern. Was würdest du jetzt sagen, vielleicht, dass wir so einen Tipp an all die, ich sage Amateurfußballer, die sagen, hey, ich will vielleicht nur schon auf dem Amateurbereich, aber einfach mein Fußballspiel aufs nächste Level bringen. Was empfiehlst du denn für ein Training? Ja, ich bin ein bisschen weg von dem Pauschalisieren, weil ich es halt finde, es ist mega individuell. Weil eben, ich sage jetzt nur schon, wenn du einem sagst, führ Squats aus, dann ist für mich die Frage, wenn ich jetzt das dem sage und ich würde dann sehen, wie der die ausführt, was Hüft- und Sprunggelenkmobilität betrifft, dann würde ich lieber sagen, lass das besser noch weg und mach zuerst noch etwas anderes. Genau. Grundsätzlich ist es sicher so, eben, dass ich sage, es müssen vor allem schnellkräftige Bewegungen eingebaut werden. Wenn du den Fußball mal anschaust, hängt sehr viel, ist der Sprint. Also, Fußball ist eigentlich eine Serie-Sprint-Sportart. Oder? Du hast Sprint, Pause, Sprint, Pause, Sprint, Pause. Es ist, der Fußballer ist extrem komplett. Also, der muss sehr komplett sein, weil du kannst nicht Ausdauer haben von einem Marathonläufer, musst aber gleich über 90 Minuten mögen performen. Du musst können Sprints machen in verschiedenen Abständen. Das heisst, du musst mögen Intervalls laufen, wo du nicht immer kannst sagen, ja, ich kann erst wieder in 5 Sekunden gehen, sondern du wirst gezwungen. Du läufst azyklisch. Also das heisst, du hast nicht den 100-Meter-Sprinter, der nur gerade ausläuft. Mal 20 mal 5 Meter, mal 100 Meter. Ja, du hast Zweikämpfe, wo heisst, du wirst aus der Balance rausgebracht werden, musst gleichzeitig aber können Körperstabilität behalten. Du hast Sprünge drin, du hast Dreiege drin in alle möglichen Richtungen, was dich fordert als Athlet einfach sehr, sehr komplett zu sein. Und für mich ist eigentlich etwas, wo das Fußballer sehr häufig vorkommt er das, ist die explosive Hüftstreckung. Oder? Dass du schneller vom Boden wegkommst, dass du die Hüftstreckung hast. Und wenn du CrossFit anschaust, oder allgemein jetzt da, wie man das Zeug kann trainieren kann, hast du natürlich ein Wallball, ist eine explosive Hüftstreckung. Ein Boxjump ist eine explosive Hüftstreckung. Ein Umsetzen ist eine explosive Hüftstreckung. Also wenn du das CrossFit ansprichst, ist ja generell, man sagt, Sport ist Core to Extremity. Also das heisst, alles aus dem Rumpf raus in die Extremitäten. Genau. Der grosse Teil gibt den ersten Moment und am Schluss die kleinen Muskeln raus haben nachher die Spritzigkeit. Genau. Und durch das, dass du halt dann auch mit relativ, oder eigentlich nur mit freiem Gewicht trainierst, ist es halt so, dass du eigentlich immer, wenn du nur schon eine Kettlebell hebst, musst du das stabilisieren, oder? Was natürlich ein riesen Vorteil ist für einen Sportler, weder wenn der irgendwo im Fitness an ein geführtes Gerät hockt, wo er eigentlich nur genau sich in dieser perfekten Range kann bewegen. Er trifft zwar den Muskel super, aber der Rest vom Körper muss halt häufig dann halt nichts machen. Ja, dann haben wir wieder den Punkt, wenn du den Muskel genau triffst, reden wir wieder Fokus eher auf die Optik. Genau. Und wenn ich halt etwas mache, das ich gleichzeitig stabilisieren muss,
rede ich wieder von Performance, weil ich halt viel mehr Muskelfasern anspreche. Dafür halt nicht der eine, den ich optisch nachher vielleicht besser sehe, so spezifisch. Definitiv, ja, genau. Absolut. Und eben darum ist für mich vor allem, wenn ein Fußballer sagt, ich will nebenan etwas machen, muss er in diesem Bereich trainieren. Ich denke, es ist, also ich weiß nicht, es ist vielleicht sogar ein Punkt, wenn jetzt einer sagt, ich will mal etwas machen in diesem Bereich. Betreute Crossfit-Lektion macht wahrscheinlich Sinn am Anfang, aber langfristig vielleicht nicht. Oder wie siehst du das? Also ich weiß nicht, weil die sind ja, also so eine, oder vielleicht generell funktionelles Training, geführtes funktionelles Training oder Crossfit ist ja, ist nicht sportspezifisch, aber du hast einen Haufen, wie du sagst, einen Haufen Rumpf in der Extremität, einen Haufen Bewegungen mit schnellen Hüftöffnungen, du hast Intervalltrainings, du hast lange Trainings, hast, so sprichst du eigentlich schon ein bisschen all die Bereiche an, die du vorher angesprochen hast. Aber wie du, wenn es dann nachher, ich sage jetzt mal, in den richtigen Profibereich geht, musst du dann halt noch viel mehr auf sportspezifisch gehen. Also ist so ein bisschen, denke ich. Definitiv, mal. Ja. Eben, allgemein wieder, ich sage halt, für einen Spitzensportler, oder? Kommt wahrscheinlich gar nicht darauf in Frage, dass der jetzt sagen, da einen wird trainieren. Weil der Punkt ist, bei mir jetzt, die Leute trainieren zum Teil 6-mal in der Woche. Ja. Oder plus ein Spiel. Ja. Wenn sie zusätzlich noch ein Training machen, oder die haben sonst schon, musst du eigentlich schauen, wie könnt ihr das überhaupt abspulen und regenerieren zwischen diesen Einheiten. Drin, oder? Aber die müssen ja eigentlich auch nicht, weil du deckst ja schon alles die ab. Die haben das, genau. Und die anderen Personen, sage ich, die müssen unbedingt mal in eine Klasse kommen, dass die das überhaupt lehren. Mhm. Also mal die Grundbasis lehren. Und dann ist halt für mich extrem häufig auch, wie ist dein Interesse am Großen und Ganzen? Also willst du deine Performance wirklich steigern? Das heisst, eigentlich musst du dich dann selber auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ja. Das heisst, du kommst wie eine Basis über, und musst eigentlich dich dann auch fragen, gut, eben, explosive Hüftstrecke, habe ich jetzt gesagt. Ja. Wenn du dich mit dem fast auseinandersetzt, für das musst du nicht ein Sportwissenschaftler sein, sondern es ist effektiv, wenn du dich fragst, was brauche ich viel im Fußball, oder? Dann ist es naheliegend, in welchen Bereichen, dass du trainieren musst, oder welche Übungen, dass dich weiterbringen. Genau. Und dann ist der Austausch vor allem auch mit den Leuten, die da sind, ich finde das mega interessant, weil du hast sehr viele Leute, die ja aus verschiedenen Sportarten rauskommen. Ja, definitiv. Und wenn du eben so ein bisschen open-minded bist und sagst, hey, ich gehe mal auf die Leute zu, ich rede dann auch mal mit denen, ich frage, hey, ich habe das Gefühl, ich sehe das mittlerweile, wenn einer nebendran eine Sportart betreibt. Ja. Also, wenn der nicht einfach da ist, für sich trainiert oder das Crossfit macht, sondern der hat nebendran einen Background, wo er sich auf einen Sportart vorbereitet. Genau. Du siehst das. Yeah. Und wenn du auf die Leute wenn du auf die Leute zugehst und mit denen im Austausch bist und bereit bist, eben zu lernen, und das finde ich immer wichtig, dass du eben auch mal aus der Komfortzone rausgehst und sagst, hey, ich weiss das nicht. Oder eben dann vielleicht auf dich zukommt als Coach und sagt, look, ich spiele Fußball, brauche das und das. Vielleicht sagst du, oh, Fußball, eher schwierig. Genau. Ich kann dir circa sagen, um was es geht, aber da trainiert ja noch ein Fußballer. Vielleicht können wir mal dazu nehmen, vielleicht hat der ihren Typ. Das Gleiche mit einem Handballer, mit einem Boxer, was auch immer. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn du Spezialist bist in der einen Disziplin, wirst du zum Schüler. Genau. Wenn du dementsprechend so deine Übungen hast, die du schon sage, jahrelang machst und die beherrschst, geh mal wieder zurück und versuch mal, der macht zwar einen anderen Sport, aber das ist bei ihm auch wichtig. Ich sage, ein Sprinter oder ein Hochspringer oder whatever, der muss auch schnell rauf können. Was macht denn der noch spezifisch? Ah, das könnte mir vielleicht auch helfen. Genau. Und so dreht sich das Rad eigentlich. Genau. Ich sage, das Athletiktraining allgemein, das zeigt es ja nur schon, dass bei der deutschen Nationalmannschaft häufig Athletiktrainer einen Leichtathletik-Background haben. Also das heisst, das hat jahrelang hätte das funktioniert, oder? Also du hast Athletiktrainer sehr selten, die direkt aus der Sportart rauskommen. Also das heisst, eins haben wir jetzt. wenn du dich mit der Athletik beschäftigst, oder? Dann merkst du relativ schnell, hey, das ist so viel in Sportarten übergreifend, oder? Dann gibt es gar nicht mehr Trennung an den Handballer. Ja, der hat vielleicht dann noch einen kleinen Teil, wo er spezifisch aufs Handball geht, aber das Grundgerüst, ich sage, fast 80% wahrscheinlich, sind praktisch identisch von Spielsportarten. Absolut.
Ja, weil Bewegung hast du überall drin. Ich sage, die ganze Mannschaftssportarten sind irgendwo Stop and Go. Du hast mal längere Strecken, kürzere Strecken. Das bleibt sich genau. Recht ähnlich. Genau. Halt mehr Fußlastig, mehr Armlastig oder was auch immer. Ja, aber für mich ist vor allem vielleicht auch noch so schnell ein bisschen zum aufs CrossFit einzugehen. Oder? Ich finde grundsätzlich den Aspekt vom CrossFit allgemein finde ich eigentlich super. Mhm. Ich finde einfach eben, das Wichtigste ist, dass du beim Start einen Coach hast. Weil wenn du mit CrossFit einfach für dich willst starten und sagst, oh, das ist jetzt huere geil, vielleicht noch irgendwie CrossFit Games schaust und das Gefühl hast, oh, das ist cool, was die machen, ich probiere es auch mal. Und irgendwie eben vor allem auch mit halt viel auch geschwungenen Sachen, höheren Wiederholungszahlen. Und dann hast du irgendwie so eine Schulter und irgendwie eben, dann siehst du irgendwie Fraser, wo irgendwie wie mehr einen Kopf haben, eine Schulter hat. Dann ist klar, dass der die Bewegung vielleicht ein bisschen besser abbremsen kann. Plus, du hockst vielleicht auf dem Bürostuhl und schaffst den ganzen Tag. Und der andere hockt im Eisbad drin, hat den Masseur nebenan, den Koch, der ihm irgendwie ein perfektes Essen zaubert. Oder? Ja, absolut. Und was ich so ein bisschen aus sportartspezifischer Sicht sage, wenn es so drei Sachen gibt im CrossFit, könntest du verbessern, ist die exzentrische Bewegung. Mhm. Ich habe das Gefühl, du musst im CrossFit sehr, sehr wenig, musst korrigieren, wenn es jetzt so ist, bremsen. Ja, du hast sehr viel das Gewicht, das raufkommt. Genau. Oder, und dann lässt es locken, oder? Ja. Also häufig ist es auch ein Gewicht, das du gar nicht mehr bremsen kannst. Ja. Aber die exzentrische Bewegung, oder? Dass du wirklich ein Gewicht auch, eben, ausser du nimmst es wieder auseinander und sagst, ja, du siehst ja sehr häufig auch hier, dass die guten Athleten, oder? Es sind ja nur gute Athleten hier, aber ja. die guten Athleten hier, siehst du eigentlich sehr häufig, dass die auch, obwohl die Reissen beherrschen, hast du sehr häufig, dass die schwere Deadlifts ausführen. Genau. Als Beispiel jetzt, eben, dass die externe Bewegung haben, oder? Das ist der Punkt, ich denke, zum Beispiel ein Wallball ist so etwas, wo das hast. Mhm. Weil die Energie kommt ja oben runter und du fängst sie und gehst wieder ins Squat und lässt dich nicht komplett fallen. Ja. Das ist darum, bei vielen hast du das Wallball extreme Muskelkater verursacht, weil das aber nicht unbedingt nur Beschleunigung ist, sondern Bremsbewegung. Du hast zwar schon Beschleunigung, du hast aber auch, oder einen Boxjump, das Landen. Ja. Hast du also ein bisschen davon, aber sonst stimmt, hast du eher etwas weniger drin. Und zweiter Punkt ist sicher horizontales Ziehen. Mhm. Was ich finde, ist, abgesehen vom Rudern, eigentlich fast in keiner Crossfit-Bewegung drin. Du hast sehr viele Pull-Up-Sachen, aber du hast kaum, dass du irgendwie etwas musst von vorne ziehen musst. Eben, dann nimmst du eigentlich, klar, eben, dann bist du schon fast wieder für mich, meiner Meinung nach, im Functional Training drin, wo du eigentlich wieder eine Bewegung auseinander nimmst, aber in einem Crossfit-Workout siehst du eigentlich sehr selten eine horizontale Zugbewegung. Was mir viel möchte, ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand halt einen Pull-Up noch nicht kann, dass du dann mit Ring Rows scales. Ja, unbedingt. Zum Kraft aufbauen. Unbedingt. Und dann hast du echt einen horizontalen Zug drin. Unbedingt. Oder vielleicht hast du ihn mal noch drin, wenn du einen Schlitten ziehst. Aber das ist auch nicht klassisch. Das ist auch, vielleicht da CrossFit ist sowieso nicht abschließend. Das ist eben cool. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Und der dritte Punkt, den ich so ein bisschen sehe, ist die Aero-Ausdauer. Mhm. Ich habe das Gefühl, so die Grundlagen-Ausdauer geht. Also, eben, ich tue das überhaupt nicht wert, weil ich sage, wenn einer hier reinkommt, Grundlagen-Ausdauer soll die Schuhe anlegen und das Eckel. Also, ich sage, wenn du hier reinkommst, dann mach eher ein Training im Intervall-Anaerob-Bereich, dass sich wirklich auch quälst und auspowerst. Außer du bist mehrmals da pro Woche, dann musst du es etwas cleverer gestalten. Genau. Aber sonst sage ich eben, vor allem für so Crossfit-Athleten, macht es sicher Sinn, eben auch an dieser Basis-Ausdauer zu arbeiten. Oder eben halt mal an einem Training, wo du weißt, heute wäre eigentlich mein Rest-Day, dass du kommst und fährst an von Rudern oder langsam auf dem Velo oben bist und einfach sagst, hey, ich schaffe jetzt mal nur an dieser Basis. Oder? Und sonst muss ich sagen, ist eigentlich eben, ich gehe immer davon aus, dass die Technik stimmt. Ja, klar. Es gibt sehr, sehr wenig Auszusetzen am CrossFit. Ich würde sogar noch etwas anhängen, das fehlt oder wo zu wenig drin ist. Okay. Und das sind Rotationen. Ja. Es ist sehr, sehr linear. Ja. Das ist etwas, was ich versuche, auch ein bisschen zum Beispiel mit Warm-Up-Drills, wie mit einer Leiter oder so, dass so ein bisschen die Koordination und eben die Rotation auch noch ein bisschen drin kommt. Aber das ist so
Das ist auch noch etwas, aber die Abgang ich dir absolut einig. Nein, sonst ist es eben, muss ich wirklich sagen, ist es eigentlich für mich eben sehr sportartspezifisch und sehr, sehr komplett eigentlich schon der ja. Grundgedanke. Also eigentlich universal sportartspezifisch genau. Sozusagen. Ich habe mal, wie heisst das Buch? Vom wie heisst Gründer vom CrossFit? Greg Glassman. Der hat irgendein Buch geschrieben, in the Box. Oder? Ja, das kann sein. Und ich habe das mega cool gefunden, dass er den Vergleich zieht zum Feuerwehrmann. Ja. Der hat gesagt, der Feuerwehrmann rückt aus. Weiß nicht, was er erwartet. Der hat keine Ahnung, was er erwartet. Oder entweder muss er eine Leiter raufklettern, so schnell wie es geht. Er muss durch einen brennenden Raum durchsäckeln, so schnell wie es geht. Er muss irgendein Gewicht auffahren, das ihm runtergerührt wird, von einer gewissen Person Distanz. Er muss raustragen. Genau. Ja. Und dass du ready bist für alles. Mhm. Oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hauptaspekt, eigentlich nicht nur, dass ich es als Trainer kann vorleben kann, ja. Sondern das ist der Hauptaspekt, wieso dass ich eigentlich trainiere. Ja. Weil ich will einfach, wenn mir einer anruft und sagt, komm, wir gehen morgen snowboarden, ja, sage ich, cool, ich bin ready. Ja. Oder? Wenn einer mir sagt, komm, wir gehen squashen, weiss ich, ready. Oder? Und gut zügeln oder was? Genau, genau. Dass du einfach weisst, hey, mein Körper ist in einer Verfassung und ich weiss, ich kann dem vertrauen in den Situationen, die im Leben auf mich zukommen. Ich denke, das ist gerade ein gutes Schlusswort. Dass egal mit was, egal mit welcher Art und Weise dich vorbereitest vom Training her, sei es eben, ob dich vorbereitest aufs Fußballspielen oder halt einfach, sagen wir, nehmen wir mal funktionelles Training, den Körper in die bestmögliche Verfassung bringen, um ihn darauf vorbereiten, egal was passiert. Weil ein Fußballer weiss auch nicht, wie es auf dem Platz im nächsten Match aussieht. Muss ich nur wenig säckeln, muss ich viel säckeln, habe ich viel Körperkontakt oder nicht? Und so ist es bei jedem Sport. Definitiv. Also, sage ich, jedem Sport, den du hast. Klar, du weißt, du wirst Fußball spielen, du weißt, du wirst Skifahren. Aber im Skifahren plötzlich eine dumme Bodenwelle und wenn nicht, der Körper nicht ready ist, dann verhaut es dich. Genau. Und ich denke so, genau. Egal was für einen Sport du machst, du dich. Wieso, egal was für einen Sport du machst, du dich möglichst breit darauf vorbereiten. Unbedingt, ja. Weil immer etwas Unvorhersehbares eigentlich kann passieren. Und eben, dort hast du im Fußball Kreuzbandverletzungen und Zeug und Sachen, Geschichten, wo du einfach merkst, ja, hätte ich doch. Oder? Und genau. Das ist nicht allzu selten, dass genau in so einem Moment, wenn du so einer Verletzung rauskommst, die Leute meistens das Mindset her ganz anders ticken und meistens nachher vom Körper her in einer ganz anderen Voraussetzung sind vor der Verletzung und dann fragst du dich, wieso habe ich es nicht gemacht, wieso muss so etwas passieren, oder? Genau, bis es dann anfängst zu machen. Und darum tust du dich lieber vorher vorbereitet. Sehr gut. Yes. Glenn. Marc, danke für danke dir. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen Infos können geben. Schaut unsere Podcasts auf Instagram, auch deine Seite, immer noch Headcoach, gell? Headcoach.ch. Instagram, Facebook, YouTube, schaut in unsere Kanäle rein, im Glänz rein, uns. Wir haben uns jetzt mal zusammengetan und ich würde sagen, doch, wir haben da recht eine gute, informative Geschichte können zusammenstifeln. Ich hoffe, dass das ein oder andere hängen bleibt. Und ich finde, es ist viel halt auch Ansichtssache. Und gleich gibt es gewisse Sachen, die für mich einfach im Training unangefochten sind, wo du einfach musst sagen, wenn du willst, über längere Zeit gesund trainieren, wenn du willst, fit werden, dann musst du dich an die Basics halten. Ja. Wie du dann das, ich sage immer so, das Buffet, wo so breit ist, für dich nützt, das spielt eigentlich keine Rolle, aber schau, dass einfach dass satt wirst von dem Buffet, dass das richtige Zeug nachher nimmst. Oder? Genau. Sehr schön. Top. Glenn? Marc, danke vielmals. Bis gleich. Danke. Ciao zusammen.